Have to speak. It helps. Speak with us. Кажи, какво станало после? Sie kann nicht reden. You can't say it. Why? Why don't you speak? Говори. Разкажи ни цялата история. Кажи. Нима аз.
You have to tell us your story. Sie sollte uns ihre Geschichte erzählen. Tell us your story. Wie sollte ihr geholfen werden, wenn sie nicht reden? Ein Minimum an Mitarbeitern ist für alles. Ich, Orpheus, stifte Frieden mit dem Krieg und bringe den Kampfeslärm zum Schweigen, damit die Reden. Auf ihrer langen Reise
über das unbekannte Meer begleitet. I, Orpheus, the favorite of Apollo, the god of the music and the prophecy in Delphi. I, Orpheus, the son of Calliope, the muse of epic poetry and melody, and the son of Voyager, the Thracian king. I, Orpheus, the master of rhetoric and harmony, I do have qualification to speak. To raise the voice does not become for everyone, but only for the educated and eloquent men. I, Orpheus, am the man who will soften humans with inflexible attitudes, who will keep the ungovernable people grounded, and who will calm down fools with violent blood. That's me, Orpheus, who create peace in the middle of war, and who will silence the fighting voices when I hear the speech again. I'm Orpheus, the diplomat, the mediator between nations and cultures, and the companion of the heroes on their long sea travel on the Argo. 83 Helden gingen an Bord der Argo. 6 ließen ihr Leben, 4 sind verschollen, 73 Helden kehrten in ihre Heimat zurück. Dem Schicksal zu entkommen ist Sterblichen nicht erlaubt. As Orphein, разреши спора между Язон и Идъс и допринесе за помиряването между народи и крови. Аз, Орфей, учени с песента си непокорните сирени. Чисто музикално това може и да не беше най-доброто ми изпълнение, но със сигурност беше най-гръмкото. Защото аз, Орфей, извисих глас така високо, че проглуши сирени. Смесих различните звуци, които объркаха сетивата им и така спасиха монахите от сигурна смърт. Затова аз, Орфей, бях честен герой. 15 Mal ass ich Ei in einer kleinen Rede. Sag auch, Boys, wenn du den Streit zwischen Jason und Idas geschlichtet und Frieden zwischen den Völkern und den Helden geschlichtet hast, wenn du die Argonauten gerettet hast, da der Gesang deiner Stimme die ungezählte Schar der Sirenen übertönte und du Klänge in das Spiel deiner Lyra verbotst, ihre Sinne verwirrten, sodass sie bald nicht mehr zu hören waren. Sag auf euch, bist du da nicht aufgestiegen? Den Göttern gleich an Macht und Glanz. Oder? So, wenn du вори на всякъде. Прочут съм в гласа си, който може да разнеше дори в каменените реши. Аз, Орфей, съм любимец на боговете. Правилих на Зевс. Аз съм благораден. Но дойдох сега тук, при теб, Хинон. Молбата се да отправя. При хората иска да се върне. Разбирателство и мир сред народите да носят това, което боговете не успяха. Искам аз, Орфей, да сторя. To escape fate, there is not allowed for mortals. Und doch, wie sollte ich es unversucht lassen? Bei den Weissagen von Ragnarök, vom Untergang der Welt. Wie sollte ich, der ich Allvater genannt werde, die Arme verschränkt, das Schicksal akzeptieren? Wie sollte ich nicht die Welt bereisen, einen Weg suchen, das Schicksal zu wenden? Da ist ein Unterschied, wie der Vorstand der Welt der Story, so der Prädutratie von der Ragnarök, Krei der Sitte, Salze der Bukurette, защото той вече е предречен. Weiß ich doch schon sehr viel. Viel mehr als andere. So will mir auch niemand das wissen, wie das Schicksal zu retten und Ragnarök auf jeden Fall dieser Welt zu verlangen. Viel reiste ich. Viel wagte ich, um diesen Wissen näher zu kommen. 2 Haare. Hugin und Munin setzte ich ein, die ganze Welt zu erkunden und alle Nachrichten hier zu bringen. Das rechte Auge opferte ich dem Drang nach Weisheit. Viele hielt ich dafür. Ein weiteres Opfer ging ich ein, durch das ich wie durch eine mindige Wand berichten kann. Ich weiß, ich ging an Idras, im windigen Baum, 9 ganze Nächte lang, von Dunien, dem eigenen Schwert verwundet, mir selbst, mir Altvater gewandt. Ich selbst, mir selbst. Ich gab mich nicht hin für Brot und Weg, ich gab mich hin für Runen, die ich lernte. Und jetzt weiß ich mehr als alle Welt.
могуста се нарашим да промени съдбата и да предотврати идването на Рагнарок. Жертва от ясното си окомо, за да познае бъдещето на това небло достатъчно. Девет нощи висяло свещеното дърво и красил между живота и смъртта, прободен от собственото си копие Грумир, за да познае руните. Жертва сам себе си, но и това не било достатъчно. Blind man will never see, even if he sacrifices the right eye and catches the future. Even nine nights hanging in a tree and proving death by hurting himself. Wisdom is far away from the runes he learned to scratch. The sole solution is the truth that hides behind the restless traveling and the accumulated knowledge. Noch mehr zu erfahren bin ich hier, darum schweige nicht, Seherin. Ich will dich fragen, ist alles etwas? Wie hätte ich meinen Sohn, den hellen Malder, vor seinem Schicksal bewahren können? Dem Schicksal zu entkommen, ist Sterblichen nicht erlaubt. Schweige nicht, Seherin, ich will dich fragen, ist alles etwas? Welches Mittel gibt es, Ragnarök 200? Nur kannst du sein, du hast mir die Mauer, wenn du verdient, wenn du der Ragnarök. Schweige nicht, Seherin. Liegt es in meiner Schuld? Schweige nicht. Schweige nicht. Ich will nicht fragen. Ist alles was? Schweige nicht. So sehen wir es alles was. Das ist ja auch nicht. Wo werde da der Korte sammeln, wo ich noch nicht so. So, wenn es wieder der Dürse, wo schäst mir es nicht so. Wenn die Jahrzahl ist zwischen der Gläschke, der Tod. Das ist ja auch nicht. Und dann ja auch der Sekret, wo war das jetzt? Ich bin ein Gott und alles Recht liegt auf meiner Seite. Mag sein, dass du im Irrtum warst, als du die göttliche Weisheit vollständig kundtatst. Denn wissen die Götter waren die Menschen immer nur unvollständige Göttersprüche offenbaren. Doch ich bin ein Gott. Прощавай, че не те познах. Сигурно си чуш Бог, що не те познавам. Но кажи, кой е твой род? Ich stamme ab vom Mondeschlecht, dessen Ursprung ins Boje war. Horizontisch und Gloria? Meine Seher, der Halle gab mir Kund, das Hoch im Norden. Völker wohnen, die mich hoch verehren. So war ich sich Türke, das ihr in Asien nennt. Und so in das Reich der Franken, der Dänen, der Germanen, der Schweden. Die Assen, die aus Asien stammten, nennt man uns. Ich bin der Herrscher. Was soll ich so, Bronze? Diese Woche zählen, oder? Nur größer, ich bin so, 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 на себе са ти значители повече, отколкото в родината ти. Казваш също, че ви наричат Аси, защото произхождате от Азия. Не бях чувал тази история до сега. Но кажи, как се казваш? Виден Абентак. Бекан бин их als Один или Вулан. То хайст ман их ох Гамбер и Ида по ги мюде. Това е хвърля шерен и Ида ти ви шерен. Но не за да разказвам за душа. Дойдох с молба. Душа!
In ihr Buch verließ der Gott Kronos die geliebte Nymphe Philila. In übereilter Hast, in der Gestalt eines langjährigen Rosses floh er, und so der Denkung des alten Aureas zu entgehen, und gab dir so diese liebliche Mischgestalt. Doch ihr Wunder, dass deine Mutter schamvoll zu den Pilastern floh, das wäre nicht in den Sinn gekommen. Was sollten euch die einsamen Berge helfen? Wo kannst du mir genau diese Sänger für Sarja? Ich schwärme mir und dann so bitte, und wer ist mir Birgi I. Grosig, und wie du mich hörst, der die Jüngung muss ich die Beste nehmen. In Thessalien mit 14.000 unter den Abiten, sagst du? Nun, ne, ist das ganz gut, und zwar, du doch, so wach, könnte. Volk inmitten eines anderen. Das wäre mir fremd. Kerona, jedes Volk braucht sein eigenes Reich. Da, so nach dem Abit, das ist neidisch für Bundesliga, das ist der Rauch. In tu mapa já ouvi que era fechou a bíblia. Tu que não ligaste tu que é comunista, que comunista está na cara. O governo que é fechado, chegando, se preocupa com o governo. Tu, né? Está na puta. E não chegou a mais primuda da esbrada, mais primuda da tua puta e como assim. E não sei se é planeada. Pegou uma das apostas que está a ser escuta, tchau. É, sabe, se não for, se é frio, vai lá e pegou. Se é só com o planeado, se dá para poder ser espacente, tu. Zentauren leidenschaftlich Wesen, der Partner des feinen Genusses und nettisch geäußerten Wort brachte die Lawinen in Aufruhr. Doch dass ihr erneut fliehen eure Heimat verlassen musstet, das war euch doch sicher ein großer Verlust. Gerona, ich will dich fragen, ist alles, ich weiß. Verdorben, um oben Frieden zu finden. Da, sie lernen mir noch mal nach der Bildung. Sie lernen mir noch, Eliden. Sie wollen mich umschütteln, die euch geraten. Sie muss doch die Jahre zu messen können. Und wir haben dann besser, wenn wir euch essen. No, to jste šla pěvino, od těch speciálních rikon, kdo možná šel úplně dál, kam to zvedeno. Co jsi ti teď dávíš? Ne, čili švajgy, ich will dich fragen, ist alles ich weiß. Du doch, der Buddha ist was. Also den Helden Herakles nahmt ihr euren Werden auf und reitet ihm zu ihm reich die Schweiß. Herakles, komm doch hier, dass du lauf. Das war nicht genug. Ihr kann nicht, wo ich mich schon ein. Dort vom Weinkern Zentrum, den auszuschicken, nicht erlaubt. Du schon, was kann ich mit dem Bau, wenn du mich schon so nutzt. Dort von der Wort, dass du mich gesagt hast, die auf ihn ist blutig, wie das war. Von Kongress, du merkst, du hast dich auf dem Traum, dass du dich auf dem Traum hast. Außerdem kannst du machen, der Fall des Wertes, wenn du einen Freund des Gewohnen, einen Freund, der tötet es nicht, was eine Meinungsche, die ewige Höchst. Klar, du darfst mir wohl nicht, wie breit und wächst du. Weil er gesündet die Fahrt. Das ist doch so ein bisschen Mücken. Das ist Wasserdruck. Du doch. Das ist ein Balkan, der bei hier auch drüben. Was von niemand. Те голата на безсмъртието позволи ми да умра. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Deine Stimme war die Unsterblichkeit, Kerona. Um deinen Tod zu bitten, verbietet sich dieser Wunsch, den einen schlaffen Wald würde ich nicht, aber dir Götter gleich im Wesen. If you are fleeing life, it runs after you. If you are seeking death, he's not to find. Адски мъки трябва да понасям. To escape fate will never be allowed for mortals. Ich würde mich den glücklichsten entbehre ich in deiner Lage, Kirona. Dankbar wäre ich dem Schicksal für die Unsterblichkeit, wüsste ich doch, dass Ragnarök gewandt. Stadani, Stadani, was? Netti! Ich selbst verlor Balder, den Helm, den liebsten unter meinen sieben Söhnen. Viel weiß ich, viel warte ich, doch kein Mittel gab es, ihn zum Leben zu erwecken. Und du, Kerona, bist das höchste aller Güter, dir selbst und deine Füße. Kerla, die Kasse ist mein Mittel im Morgen, die sie da mit uns erwartet sind, oder? Nima, da brauche ich, ich habe so ein bisschen Mittel. Kerona, you're right. If it's not allowed for mortals, this game the destiny, it might be allowed for immortals. My empire is only open for mortals. It's a fixed number and can't be changed. Weil das Leben dir kein Wert mehr ist. So lass uns an den Hand verschließen, Kirona. Und deinem nichtig sinnlosen Wunsch einen Sinn geben. Schenk deine Unsterblichkeit dem holden Balder. Und du wirst unsterblich bleiben. Ja, ich werde es nicht schade, das ist frei. Nur auf die Worte, ja, was er wird, du bist mir nicht mehr gekommen. Jimmy. Многократно съм изпитвала страданието на собствен труп. Губила съм земята, която наричах своя.
and the question comes back into your mouth. Fliehst du die Welt, so fehlt dir ja die Lehrerin, die sich um die Vertriebenen kümmert, die den verstoßenen Kindern Wissen und Erziehung gibt, damit aus ihnen Helden werden, die mit der Pflanzenkraft die Sterblichen von Krankheit und Tod errettet und die ihr Wissen an die Ärzte weitergibt. Put your pain on one scale and put on the other side the power of your acts. What do you think? Which side weighs more? Разбирам, че смъртта ми ще доведе света до ужасна загуба, но болката замъглява съзнанието ми, омрачава мислите ми, никога преди това не съм изпитвала нищо лошо към друго човешко същество, но ето че в мен за първи път се надигат вината и омраза, изпитвам омраза към собствения си народ, гендаврите, които започнаха тази първа година, изпитвам омраза към най-добрия си приятел, Херакл и пак и отдолу, да се работя, защото мен изпитвам завист. Към боговете да има с безсмъртия изпитвам завист към всички здрави хора и към всички мъртви. Застъпи се! За мен Офей, моля те! Има с това, а ти си бил си ран, Иранда. Добро, векст, аз съм най-дениден дебют. Аз леген Херакес, ирен айстиген фойнд, веген с вегифтите тварес. Аз леген ия айдес фолк и центаврен, гиден муфи плеганен. Nein gegen die Götter, die ihr die Umständlichkeit gaben. Und nein gegen die gesunden Menschen und gegen all die Tollen. Чумилила, страдам толкова силно, че от мене вече няма полза в този свят. Bedenke, Herr, erlohe mit sie, erwerb schon jetzt. Deine Worte liegen schwer auf der Waage. Deine Pein, die du Trauma nennst, mag sich lösen durch das Mittel des Vergessens, dann merke wohl, dass dies nicht ist getan in einem kurzen Leben. Generationen mögen darum kämpfen, die Wunden zu heilen und das Trauma zu verbannen ins Reich des Vergessens. Jo, bedenke du nicht, es wurde nicht vor, der Balken muss in der Mitte gemacht, dass es sagen, ich will es fälschen, dass er brauche. Но за това няма да е достатъчно на един живот. Цели поколения ще трябва да се борят, за да изгледат правата и да пропадат травмата в царството на забравата. Noch nie war eine derart unerhörte Bitte vorgezeigt und will hier Gehör finden. Zersprengt sie doch die Ordnung göttlichen Gefühls. Nimmer bleibt diese Tat ohne Folgen und Sühne folgt ihr nach. Може. И молбата ми да остане без отговор. Може и да нарушава божествения ред. Всичко може. Но какво ти да ми струва? Готова съм за това, което предстои. Look what's coming up. Schau in eine, das was kommen wird. Und wenn dir dann der Hund noch bleibt, dann soll dein Wunsch in Erfüllung gehen. Are you ready? Thank you.
werden, aber die Schwester wird los, sie suchen. Sie geht bis ans Ende der Welt, zur Sonne, zum Mond, zu den Sternen und schließlich zum Blasen. Sie schneidet sich den Finger ab und öffnet mit dem Fingerknochen die Tür. Nur so kann sie die Brüder erlösen. Там не може да се показва как бригата на децата си, защото е много тръжна. Сестрата му успяла да покрие грешата си най-малко от 70 брати и той стана на половина. Човек на половина гадва. Знак, ах, кинда! Ехал! Това е това нече. Мито! Я, и мъжа, и шал, и пиши. Ще ги чистиш, да ги миеш, да ги куиш. А за ги шапски мод.
края на Втората световна война, когато те се забули, че в това. I am 45 years old and...
I was born in Berlin, okay, in East Berlin to be exact. My mother is Bulgarian, my father is German, and I have two daughters, beautiful daughters, and I'm married for 7 years now to my wife, also a Bulgarian, and I work as a... I am the manager of a small IT company with 11 employees. My brother, a programmer, also works there. Besides this, I play guitar in a Bulgarian band. For my future, I wish to work less and more time for my family and for my music. And my kids will also have a bright future, studying in Great Britain or Germany. Жени се за него и става, че е София.
кости, има проблеми с главата, има некодермит, но това, което иска да се случи в бъдеще, е да няма повече болка. My name is Boris. I am 35 years old. I am Bulgarian, born and raised in Sofia. There I finished my high school education in Deutsche Schule, and after that I studied international business relationships in the University of Stuttgart, business administration in Nuremberg, and international management in Milan. I speak Russian, English, German, Bulgarian, of course, Italian and French. I have always paid my studies by my own, mostly taking jobs in hotels and restaurants in Germany, in Bavaria, Schwarzwald. Currently, I work for a huge international concern in the field of touristic development. I am responsible for investment projects, and I have lots of contacts with foreign clients. For my future, I want to make lots of money, but I actually consider going into politics. When I was 10 years old, I participated in the demonstration during the change, and then I felt I want to be a part of the history. But I want to go into the European Parliament because I consider myself more as an European rather than Bulgarian or German. Аз се чувствам добре на фирмата. Също знам точно така. Фирмата е моята. Nein, 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 nein. Die Firma wird auch nie mein Zuhause groß. Das verbinde ich mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen beiden Kindern. А в София? Или все едно къде си важно кое семейство сте? Nein, also София ist mir nicht so wichtig. Ich könnte mir auch vorstellen, wieder zurück nach Deutschland zu gehen, aber meine Frau will unbedingt in Bulgarien bleiben. Ja, Hauli, nach Deutschland würde ich ja nicht mehr zurück, also schon wegen meiner Gesundheit. Ich habe ja viel weniger Schmerzen in meiner Haut, geht es auch viel besser. Also das Klima heißt einfach viel wärmer und milder. Nehmen wir nichts nach, die Bocken, haben wir schon gesagt. Ja, das war gut, dass ich das schon so gut mache. Wie so traurig. Ja, Arbeit und Kreativsumme ist natürlich wichtig, aber mein Zuhause, das ist es doch nicht. Hey, wir werden doch so gerade, dass du noch so ein Symbol und du hast dir deine Karriere richtig erkämpft. Ja. Aber ich dachte, mit einem Studienabschluss internationale Wirtschaftsbeziehungen hätte man überhaupt keine Probleme, Karriere zu machen. Lässt mir auch die Germanis. Aber seit die Woche in Germanien bin ich jetzt für die nicht der Beste. Na, das ist doch so, dass Bulgarien war auch diese Година. Er war ein braver Член der Europäischen Union. Wie sah das denn vor 2014 aus, als Bulgarien noch nicht Vollmitglied der EU war? Да, не. Слушай сега, ти май не знаеш какво става. Немските институти бяха задължени да назначават първо германски граждани или такива от Европейския съюз. След това... Така ми трябваше да докажа, че няма по-подходящ кандидат от мене. И тогава имаше много безработни, трябваше да се не даде най-дега. Аз kamen die Bulgaren, nochmal, also erst kamen die Deutschen ja. Und andere EU-Bürger dran und wurden eingestellt und dann erst die Bulgaren. Ja. Ja, das ist ja hier kein Krieg. Der Westen, der ist in der Osten zählt der Koppel. Was haben wir da Bock gefunden, ne? Ja, dafür hättest du noch nicht studieren müssen. Oh, das haben sie erst. Аз исках да правя кариера, разбирате. През 2008 година се записах в една международна обучителна програма в една голяма банка. И тогава настъпи финансовата криза и програмата прекратиха и всички ни изредите кръвници. Тренинг програма на банк, Юман, вас не сте си? Das ist ein Förderprogramm zur Ausbildung von Spezialisten und Führungskräften. Ja, Boris hätte gute Chancen gehabt, Karriere zu machen, wenn nicht 2008 die Finanzkrise dazwischen gekommen wäre. Nach der Entlassung, wie ging es denn dann weiter? Und ich brach's in Bulgarien, und Tourismus in Bulgarien. Ha, bestimmt sehr anstrengend. Ja, was haben wir gesagt, Präsidentin? Du bist auch arbeitslos geworden, 2001, und das war in der Redaktion in Berlin. Da, nach dieser Zeit, wo du warst, welche Vertreter, ist die Realität der Busse. Du redest immer noch so stabil, wie Kontakt mit Kurierauten, mit Journalisten, wir haben sie nicht mehr arbeiten. Das stimmt allerdings. Als Journalist, da kennst du eine Menge Leute. Und selbst wenn du selbstständig arbeitest, so wie ich das auch damals gemacht habe, hast du immer was zu tun. Ja, ja. Und Job als Produzent, welche noch Interessen haben? Als Filmproduzentin, auch viel Arbeit. Ja, ja, weiter. Kreativ und intensiv. Doch, du kannst es mal noch nicht schaffen, Mädchen.
off back in. He was a drummer in a band. He wrote songs about me, about our love and tenderness. I was really happy. Вспомните веднъж, беше посипал целият път от двора до входната врата с рози. And when I opened the door, I saw the ocean of the candle lights and roses. Но след това, когато започна да работи, все повече и повече някакси се дистанцирахме един от друг. I earned the money, I paid the flat, the furniture, the food, all. I was successful, my work was fun. So we didn't see each other at all, and taking drugs became more and more. And that was it. Mein Glück ist der Tag, als ich zum ersten Mal meinen zukünftigen Mann sah. Das war 1954 oder 1955 ans Schwarze Meer nach Bobchik gefahren bin. Wir hatten ein Auto und einen Chauffeur vom Bulgarischen Schiffsteller. Damals waren wir noch nicht verheiratet und es war uns wirklich gestattet, ein gemeinsames Zimmer zu beziehen. Wir haben gelobt und den Chauffeur gebeten, die Zimmer zu teilen. So konnten wir viel mehr Zeit beschäftigen. Was glaubt ihr wohl, haben wir dann die ganze Nacht gemacht? Wir nahmen ihr Bett und haben deutsche Klassik ins Bulgarische übertragen. Ich erinnere mich genau, es waren die ersten Strophen von Heinrich Heine, die Heinrich. In mein gar zu dunkles Leben strahlte einst ein süßes Bild. Nun das süße Bild erblichen, bin ich gänzlich nach Ungasco. Wenn die Kinder sind im Dunkeln, wird die Klappe gedrückt und um ihre Angst zu bringen, singen sie ein lautes Lied. Беше много хубаво, защото в училище учениците ми и учителите много се интересуваха от мене. Как е да живее в България? Имате ли какво да ядете?
Точно обратното на руснаците, които само се заявили с мен. След това посетихме баварското филмоуспорито в Мюнхен, Райхстаг в Берлин. Изобщо тези няколко седмици в Германия бяха много специални за мен. Това, че някой организирал това пътуване специално за мен, ме караше да се чувствам за първи път важно. И тогава си казах, че някъде ще се върна и ще живее и работи в Германия. Also die Boris ist ja noch was eingefallen. Also es war gegen Ende seiner Schulzeit. Er hatte Deutsch als Fach und es gab da eine Art Literaturolympiade. Und das war so eine Art internationaler Wettbewerb. Und wer den dann gewann, der bekam eine Besuchsreise nach Deutschland geschenkt. Ja, und Boris, da steht da, war unter den besten 5 zusammen mit Studenten aus China, Kanada, Tschechien und Frankreich. Und dann ging es ja auch schon gleich los nach Deutschland, also Bonn, ehemalige Hauptstadt ist man ja, dann ging es weiter schon an den Bodensee. 2 Wochen dann am Bodensee in einer Gastfamilie und Boris ist dann auch mit dem Sohn der Familie in die Schule gegangen und da hat er komplett was ganz anderes erlebt, als er jemals in seinem Leben erlebt hat, nämlich, dass nämlich die Lehrer sehr nett zu ihm waren, die Schüler haben ihn ausgefragt nach Bulgarien, wie es da aussieht, was da zu essen gibt, also schlussendlich genau das ganze Gegenteil davon. Moskau erlebt hat, wo ihn die Schüler ja auch geärgert haben. Dann ging es auch noch einen Tag weiter, nämlich in München, da waren die Filmstudios, Berlin, da der Reichstag ist man ja. So, und jetzt so zusammengefasst, das Ganze, also diese Wochen in Deutschland, das war für Boris, wie soll ich sagen, prägend. Ja, es war so, dass da jemand eine Reise für den organisiert hat, das hat ihm das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Und seitdem steht sein Entschluss fest. Ich will nach Deutschland. Ich will in Deutschland mein Glück versuchen. Ich will mir da ein neues Leben aufbauen und arbeiten. Weißt du, ich habe schon während meiner Schulzeit in einer Band gespielt. Wie ist Gruppe, Barbanistikas? Wir haben Rock und Pop gespielt. Sind auch Schuhpartys aufgetreten. Vielleicht kennst du das. So lonely, so lonely. The Police. Ja, aber The Police, auch wenn wir das gespielt haben, dann ging der ganze Saal ab und die Mädels. Wow. Ja. Du jetzt noch Pause? Ja, genau. Ich habe eine Pause gemacht. Egal, es war wie mein Ende 2000, als ich wieder angefangen habe, Musik zu machen. Das war die Ende meiner Militärzeit. Ich habe einfach, was durch die Musik, ich habe wieder meine Kraft gefunden. Ja? Die ganze Lebensfreude bei Musik, das ist so wie bei Essen. Ja, ja, und das Erste, was ich gemacht habe, war zurück nach Berlin zu ziehen, zu meinem Bruder. Ich wohne in Kiel stationiert war. Als ich in Berlin war, habe ich angefangen, da zu spielen. Ja, aber nicht nur da, sondern auch in Bulgarien. Da sind wir auch. Ja, ich bin mit meinem Bruder nach Bulgarien in den Weg gegangen. Ja, zu Sorbo. Zu Sorbo, ja, im Schwarzen Meer. Da habe ich noch viel geile Musiker kennengelernt. Mit denen habe ich dann immer abends am Strand gespielt. Da ging einfach der ganze Druck so von mir ab. Weißt du, was da passiert ist? Ich habe meine jetzige Frau kennengelernt. Ja, sie kommt aus Sofia, hat mich auch so ein Konzert gesehen und dachte, den ja, muss ich mal lernen. Ja, und sehr als was ist das? Das Geilste, was überhaupt passieren kann. Elena, mich würde da was interessieren. Du bist doch von Bonn nach Berlin gezogen. Warum nach Berlin? Ja, das würde mich auch interessieren. Защото исках да уча в Берлин, да вредеца Албана, да гледаш агентън. Защото в Берлин имах приятели. Он е от Бугарин? Я. Аха, то са ли хора с Бугарин, това мисля, се са на Берлин лицо. Това бяха много добри приятели. Он? Хасо дай ги пикена. Бон бяха приятели, не може мисли да се маха. Не, не. Аха, от това бъдеш. Защото щях да я взема при първа възможност. Ви сойте да се ген, студирам, арбайм, да кан се косин. Приятелите щях да ми помагат. Я айде за едно мастата кофта. Хао, но се дога ген! Сейт! Беше на 2 години и половина. Слай, айде, айде. Я. Аз я взеха с мен в Берлин, но тя искаше да се връща обратно. Непрекъснато плачеше, плачеше, плачеше. Какво можех да направя? Трябваше да я върна.
Das heißt, du hast das Kind bei deinem Mann gelassen? Ja, das heißt, du hast das Kind bei deinem Mann in Bad geblieben. Ja, genau. Mhm. Hast du es gesehen? Auf Wiedersehen. Und dein Mann? Aber ich sage, ich habe schon eine Wäsche lassen. Aha, ganz schnell. Wenn du das Musiker hast, wie soll ich mir das Bier machen? Und dann hast du die Scheibe gemacht. Ja, ich habe das gemacht, ja. Und dann hast du diesen Musiker kennengelernt und ihn geheiratet? Nun, der ist mal direkt in den Urlaub gefahren nach Bulgarien, ja, richtig? Ja, ich habe gut gesagt, ich muss sagen, wir wohnen in Bulgarien. Ja, zu dritt, ne? Nein, das Bier ist nicht schon. Sagen wir, im Feld Bulgarien, ich doch gut gut, aber ich... Na, du musst du brechen, was in Bulgarien sein, was ich gesagt habe. Заполнивши ти история, така както баба ми е много време, не ще разказваш. А ти си райзен, аз си да не помните и гънца гешите Бугарин, това и прав. И дама е сайна баба ти е. Я. Und dann hast du dich wieder scheiden lassen. Da. Und dein drittes Mal geheiratet. Da, und Jenny ist es am dritten Mal. Mhm. Hat sich irgendwas bei dir verändert? Das Bier ist die Brumme in die Nächte. Nein, ich bin ein Pferd, du sehen wir nicht, dass ich bin. Wie alt war deine Tochter, als du sie dann endlich nach Berlin geholt hast? How old war sie? How old? Welche von Dessert? Zehn. Na ja, passend zum Schuhwechsel. Ja. Eine letzte Frage noch, Elena. Würdest du es heute wieder so machen? Ja. Das würde man править одно. Что ты направить всичко возможно, за да вземе дъщеря си при мен и накрая успях. Бях останал в бомж, тя да се сипе и ще да съм нещастна. Няма друг избор. Трябваше да се махна от там. Verstehe. Deine persönliche Entwicklung und dein persönliches Glück war dir also wichtiger als deine Familie. Naja, sie hat ja versucht, ihre Tochter zu sich zu bekommen. Und außerdem, was soll falsch daran sein, wenn das Kind beim Vater aufwächst? Ist nur Frage. Ja, ich war bei der Bundeswehr, bei der Marine. Wollen wir raus, geht der Vater? Geht doch kaputt. Ich war Offiziersanwärter in der Sanitätsabteilung. Защо реши да служиш? Дядо ме бил офицер във Втората световна война. Nein, das war ein Großvater schon als Offizier im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, das tut gar nichts zur Sache. Обаче дядо ти е бил твой игру, нали така? Може би си искал да се махнеш в къща? Nein, das spielt auch keine Rolle. Ich war doch vorher schon von meinen Eltern unabhängig. На какво си играеш като малък? Lego. Lego? Ja, ganz ehrlich zu sein, am liebsten habe ich schon mit Waffen gespielt. Pusch! Sie ist gemutet, dass sie gerade sagt. Genau. Wobei du nicht jedes Wunsch fragen? Ich habe mich für 15 Jahre verpflichtet. Ja, das war Ende 1995, als meine Urkunde aus Bissnäden fällt. Du hast Baum, du hast den Baller, den du noch genannt. Was denn auch? Was denn auch, den du noch genannt hast. Hey. След това е трябвало да служи на Федералната република. Нова страна, с непозната за теб политика. Ich bin doch Deutscher, auch wenn ich aus Ost-Berlin komme. Ich war stolz auf Deutschland, auf die Wiedervereinigung. Ich dachte, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Ja, gordея си с обединението на Германия. Нормално е да се гордееш с една държава, която те освободила по мирен път. Обаче служил само 4 години. Защо само 4 години? Ich konnte halt nicht mehr. Wieso? През 99-та година Германия участваше в войната в Косово, като член на НАТО. Те бе изпратени там? Ja, natürlich, ich war im Kosovo-Krieg, richtig. Като санитар? Ja, klar, als Sanitäter, wir waren zu dritt. Участваше ли в спасителни акции? Ich habe Verwundete geborgen, ich war für die Erstversorgung zuständig. Без Трелмирани, изгаряни. Ja, ja, aber oft auch sehr großflächig. И що ли си хора да умират? Стигане! Какво го питаш? Разбира се, че е виждал хора да умират. Опита ли се да прекратиш договора си? Натюрли. Стигане! Мен фатът ми давай го лъйфон. Алайн шах ме да сгарам. И си можел да си тръгнеш след 4 години, така? Да си се прибереш вкъщи след 4 години. Я, да спа. Ende 2000, als ob ich aus dem Dienst entlassen habe. И тогава на лечение, да ли казвам, за посттравматично стресово разстройство. Ja, das stimmt. Ich war für kurze Zeit in psychiatrischer Behandlung. Също както в училище, да? В момента това е на школа, was ganz anderes, да? Da war ich doch... Ich meine, ich war hyperaktiv. Oh. Moment, ich habe schlechte Noten geschrieben und war deshalb beim Schulpsychologen.
Sanitätin habe ich tatsächlich die Hilfe gebraucht. Ja! А между другото, знаеш какво? Забравих да ти кажа, че баща му е бил преподавател в същото училище, което той е учил. Значи ти нали можеш да си представиш какво е направил тати по това време в Гедере, за да го приобщи в системата, нали? Всичко е направил, дори с помощта на училищни психолози. А ти? Ти защо остана в София с най-смъртта на мъжа си? Ме разклима деса. Да, да, заради здравето. Ти имаш ли деца? Не. Не? Нали той е бил голямата ти любов? Кот е кани кинда веко. Защо? Ти омъщен ли те върха? И кейте ли ума, дали? Ти ошърфвам. Ерат ми се със Разбирам, разболявал си се заради дядството, заради труда, планета. Ами сестра ти, тя също ли? Тя жива ли още? Да. Мани швеста е лекмет и мани ос. А майка ти? Мани мута. Вие с нас на зимно си ти шо. Шмал кала ли? Ja, sie ist auch in Schneekalten begraben. А ти никога не си мислила да се прибереш в родното си място, че страда? Дори сме стани! So geht in Ostrava, das war keine Heimat mehr für mich. Und Deutschland, das war ja eher ein Transitland. Dann doch lieber Sofia. Ти не правиш Острава и свързват само тръгнираш и преживяване. Какво да правим там? Защо да се върши там? А в Германия какво да прави след като живява само 10 години там? И това е било точно след края на Втората световна война, когато страната е била абсолютно разрушена, навсякъде е било шилзи, глад, смърт. Какво да прави там? Deutschland war zerstört, als wir ankamen. Wir hatten jahrelang Hunger. Da ging es uns in Bulgarien doch viel, viel besser. А на колко години беше мъжът ти, когато почина? Я, на мани съм. С вами си си шел. Жозей, бе, ти не се любил мъж по втора? Не. Защо? Да си ти айфа не гекон. Защо? Их вие ги. Въпреки, че почина толкова отдавна, ти заради него ли се премести в София? Ja, wollte ja noch kurz in Berlin bleiben und Sofia nicht verlassen, also bin ich natürlich nach dem Studium zu ihm gezogen. Си превеждала стиховете му? Ja, in Deutsch. Ти издава ли са в Германия? Да. А в България? Das war schwierig. Защо? Wegen der kommunistischen Zensur. Как така той не е бил патриот? Ja, aber nicht in deren Sinn. И след смъртта му ти си продължила да се грижиш за неговото творчество. Някои успешни тези два дни. Успешни! Социален си! Ти си съвършил! Няма да се говори. Не, няма да говори. Много искам да разбирам. Ти кога си съвършил? Кога си? Не, я от Du hast 2008 deinen Uni-Abschluss gemacht und dann hast du in deiner Jobsuche begonnen. Ja, doch so. Und wann hast du einen Job gefunden, der deinen Ansprüchen entsprach? Dann darfst du dir in der Firma das Jahr. Oh, toll, 2014 schon. Und was hast du in der ganzen Zwischenzeit gemacht? Da brauch ich Suppe, aber das ist nicht die beste. Aha, dann Sicherheitsmann, ja? Nett und Dennis, Restaurant. Und warum war es denn so schwer, einen richtigen Job zu finden? Ich wollte schon, was hat die so schwer? Ach, du meinst, du hast zur falschen Zeit am falschen Ort gelesen, ja? Genau. Аз искам да правя кариера, да взема ръководна позиция, това най-после го постигнеш. Сега? О, да са какво с това е бит фил гейт, а ни не мога в етаж мипиш. Да се трябва натурих цай, да се си со айпах. Всичко може да се развие по-различно, ако бях тръгнал на училище рано и на по-рано. Какво? А с мен си бе? Вам би се дед ай ня шпета, ай ня шпета, а? Бях към слово телесен. Това е целес.
bisschen Einschmutz, der ist nicht bestanden, weil du zu dünn warst. Ja. Und du darfst wohl endlich zu Unrecht zurückgesetzt. Ist das so? Konntest du denn schon lesen und schreiben? Ach so, ich hätte schon mal was gekriegt, dass du dir bist. Oh, Wunderkind! Super! Drei Jahre, wow, und dann kannst du auch schon schreiben. Ja, du gehst raus, geht das Gedicht, dann bist du nicht mehr rein. Du würdest sagen, dass du das perfekt kommst. Perfekt. Ja? Und dann hast du ja deine Schulkunst, dann darfst du ja weiter als die anderen Kinder, oder? Nur mit welches Wunsch, wo ich hoffe, oder welches. Warum war das ungerecht? Weil du nicht gelangweilt hast? Ne, Prost. Nasche. Ach so. Ja, so lernt er drüben auch schließlich den Chef. Ah, deine Eltern hätten sich für dich einsetzen sollen, ja? Das haben sie doch noch gesagt. Sie sind schuld, dass du dich in der Schule gelernt hast, ja? Natürlich, und dass du am 1.2008 ach, das ist doch noch. Es darf doch jeder vor der Hand noch, schließlich. Nee, du warst nicht kommunistisch, die ist hier in der Ring. Die, Rufinatsch, Rufinatsch, die ist hier. Das haben wir doch genau den, wo ich noch nicht aufbietet. Ah, ist es doch. Du gibst doch zu. So what you're saying, Boris? You're talking you about the girls? No. Jewish girls? No. No. You love the girls and the others? No. 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 Say it. No. Say it. No. Okay. Say it. Ръката се надига, събрала цялата си сила към мене, към да отпрати. Подобно на тези стиск в ръка, напрегнал всеки мускул, готов за слабия си удар. Почуда, че ръката се изпъва. Изпъва се назад, така че с нея се извива цял кръпът. С него се напрягат и краката, гърдите, раменете, цялото човешко същество. Събрало силата си, за да я насочи срещу друг. Се спасият! Добре, Николай! Но точно тогава това е.
Hi, Boris. Hi, thank you. Kannst du mir verzeihen? Ich war im bulgarischen Geheimdienst. Ich musste Ihnen Informationen liefern. Я думаю, работаю за тайной службой. Была не мала помощь. Ich sehe ihn, wie er in einer aufgehörten Wassermelone eine Minikamera versteckt und heimlich Menschen vor einer Militärbasis filmt. Und mich und meine Eltern in Bokas am Meer. Aber warum die eigene Familie, frage ich. Da zieht er wortlos einen Geldschein aus der Tasche, drückt ihn mir in die Hand und schnell dann davon. Was soll ich damit? Kako da pravija svezi pari, pita majka mi. Da njama da mi pomogne da promenja slučivo tu se. Prosini, ne možete da ga predoplatja. Pas, pom taj mutnik prefile. Vjersko to podkritije vagon svoklišta. И флюхи носим кулебаком, студения дъж, дякаме реген. Тенката ми ропия, да спини глай. Пленечията попелкия с разрушенията Германия и ир факт, как и уинен той шанс. Мъртвите се лапотат и глутен глъдът. Бля вяка ми мина. Смъртта на баща ми, бля е мокра с фарс. Отчаянието от обаши и седок на въднеш кавани за цялата седмица. Вие хати атмосфера, цвафрон, отсещеренище. Русини, казвам тя. Русини, мое дете. Погибни. Майки. Но ти нямаш вина за това. Опитвам се да я успокоя, но тя вече е изчезнала. Виждам лицето на дядо си облено в кръв. Една кирия на Белинския затвор. Господа да е Ирнем и Зинрани и да е цайта Анасис. Сатани викаше това. Никога нямаше да е стан скривалище на жена си. Тя беше грека. Тя успела се спаси, а аз и Ава Винец ми онаш от хората не пристапа. И Ава Беса. Той не попита защо. Всички мълчат. Но аз не съм предател. Er hat das Versteck seiner jüdischen Frau nicht verraten. Deshalb haben die Nazis ihn hingerichtet. Sie haben gesagt, er sei ein Spion. Aber das war gelogen. Hast du es geglaubt? Es nahm. Ich bin sicher, dass ich nicht wusste. Meine Großmutter, immer hat sie geschimpft. Alles haben sie mir genommen, diese Kommunisten. Meine Häuser, meine Adelstitel, alles. Sogar das Hausmädchen musste gehen, wegen der Kommunisten. Es hat sich nicht so gut, dass Baba die Prinzessin schaffen hat. Kommunistinnen in Österreich, Köschlöter aus Sofia. Ja, mit diesen Armbrüsten hat man mich abgespeit, schimpft sie. Und so war eine Polarianie. Nicht? Was denn sonst? Nein, sagen Sie, ich habe mich nicht mehr so gut. Ich habe mich nicht mehr so gut.
erst von fern. Aber es rückt näher. In der Schwärze dieser Nacht nichts zu sehen als das Dunkel selbst. Fernes Kraulen wird zu nah. Tiefen Klingen Gebrüll, hör doch. Das ungeheuer nah. Der Famous Wolf. Schon riech ich seinen Odem. Reißend überkomme ich seine Kraft. Einen rasend kurzen Augenblick, dann ist es wieder ruhig. Wieder rückt er an. Da öffnet sich das Maul. Und öffnet sich und weiter. Weiter. Blutige Fetzen Fleischfasern im Gebiss. Die roten Lenzen keuchen Gier. Ich hebe meinen Arm zur Abwehr in die Höhe. Doch nur mehr ein kraftlos müder Stummel hängt an der Schulter. Weht und auf und ab wie eine zerfetzte Flagge in stürmischem Wind. In Stößen schießt das Blut den Wolf entgegen. Zwei grüne Augen leuchten wie zwei Neonsterne, fliegen auf mich zu. Und endlich tief die dunkelrote Rachenhöhle an den eigenen weißen Spitzen des Zahngebirges blitzen. Triefendes Maul in gierigen Gelüste. Weich bettet sich das dichte, lauschige Fell um mich. Fängt sanft und warm. Mich fröstelt bleich im Körper. Eises Kälte durchzieht mein Gebein. Froststürme fegen durch die hohlen, blanken Knochen. Kalt ist es nun in Asgards Heim. In Odins Reich. Чато за кръвновение е с майн шулт, да. Ти знаеш причината, Хела, кажи я. Шприш, Енди, това си иска е грунт. Заради мината с ваните? Най. Тогава? Заради смъртта на Балдо? Най. Каква е причината тогава? Ей, насъдиш. Фет, не бе. Нанта стоби. Hässlich und dick. Großmächtiger. Einen Bastard. Erinnerst du dich? Verlacht hast du mich in meinem Leid. Du weißt es. Nein. Thank you.
uns. Einen Bruder warfen sie ins Wasser. Den anderen fesselten sie mit Ketten an den Fels. Mich warfen sie zu Boden und stürzten über mich. Das war nicht recht, doch davon wusste ich nichts. Schließlich warfen sie mich auf den Pferd und jagten davon. Meine Bruder sah ich nicht wieder. Sie brachten mich hierher, in diese abgeschlossene Welt, ein Gefängnisleichen. Und ich nur eine Herrscherin sein sollte. Herrscherin. Über arme, gequälte Seelen. Tod schon weit vor ihrer Zeit. Selbst vor Schmerz. Dich aber kümmert es nicht. Niemals kam mir der Gedanke, dass das die Ursache ist für Ragnarök. Du weißt, die Причина das Ragnarök. Ich dachte, ein eigenes Reich würde dir gefallen. Soll ich dir auch noch dankbar sein, dass du mich unschuldiges Kind von meiner Familie getrennt hast? Dass du mich verstoßen hast? Wie schön ich das bin. Glaubst du, ich hätte keine Gefühle? Man könnte verfahren mit mir wie mit einem Tier. Nur weil ich ein Lichtwesen bin. Ich verstehe, was es meist so kann. Ich fühle auch. Wie du. Ich kenne Angst und Schmerz. Der ist wie von Bombis Tag. Und früher, da kannte ich auch Glück und Liebe. Ich habe ein Brautwäsches Leben. Das ist mir geraubt. Ich kenne Anrecht drauf. Verstehst du, was ich sage? Ja. Hier ist mir leid. So habe ich es noch nicht gesehen. Zu spät. Hätte ich geahnt, wohin das führt, ich hätte es doch niemals zugelassen. Zu spät. Wir haben hier nur rechtlich zu passieren und hat sich tief in meiner Seele angebracht. Ich muss nur noch geschickt zu sagen. Wir haben uns nicht versprochen. Wie bitte die um Verzeihung bitten, die mir beständig den blutigen Untergang bringt? Sauber, schau, schau, das ist der Kessel, der Murat, das erwartet. Ehe, nun denn, ich habe es nicht geahnt, hätte ich es besser wissen können, ich hätte es niemals zugelassen. Das ist kein ehrlich Wort, dass du das schließt. Ja, aber ich fühle nur, wo ich ihn ausschreibe. Ehe, kannst du mir verzeihen, wenn ich dich um Versöhnung bitte? Nein, ich kann nicht. Wie soll das gehen? Mein Herz will Rache. Ich kann dir nicht verzeihen. Ich habe mir schon gesagt, du brauchst dich nicht mehr, wenn du Bock. Точно както моите болка ме мъчи, аз не мога да я забравя, аз съм. Съгласите, Хела, моля те. Може. Съпсите се шанси. Да бъдат за нами шумния. Болката е твърде на дълбоко. Ich kann doch die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Ich kann dir nur Versöhnung anbieten. Bei mir in der Zukunft eine bessere Liebe. Ich kann und kann und kann und kann es nicht. Ich mag ihn, ich mag ihn. Ich werde es nicht mehr vergessen. Ich mag es забравя. Не мога да премахна работа, тя се появява. За правата! Няма да помогне, а само умирава да се забавя. Vergessen wir nicht das, was helfen würde, doch verzeihen. Ja, denn das Geschehene ist geschehen und hat den Spuren hinterlassen. Умирава да се забавя, съзнавайки случилото се. Това е пътя, да бираш ли тяло? Verzeihen doch im Wissen des Geschehens. Das ist, was die Zukunft bereichen würde. Verstehst du? Ich will doch. Nein, ich kann nicht.
I really want to.
Thank you.